Einen wunderschönen guten Abend, meine Herren und Damen. Ladies and gents, Monsieur, Madame. Es freut mich, dass Sie heute in den Salmen kamen. Vorlauf zu meinem ersten Soloprogramm. Geboren bin ich 1972 und habe am selben Tag Geburtstag wie Angela Merkel. Und wir haben echt viele Gemeinsamkeiten. Achso, nein, das meine ich jetzt gar nicht. Nein, wir haben beide den gleichen Beruf. Wir machen beide Kabarett. In einem Fischmeck ist kein Fisch drin. Das wird oft verschwiegen. Fakt ist, wer einen isst, kann keine Fischvergiftung kriegen. Und welches Tier in Köttböllern steckt? Ich sag's euch gerade raus. Wir sehen nicht ohne Grund wie Pferdeäpfel aus. Was ist Fett und was ist Fakt? Was ist logisch, was macht Sinn? Was ist wahr, es ist Fakt? Sie müssen sich das männliche Gehirn wie einen Knast vorstellen. Es sind immer zu wenig Zellen da. Männer können Luft anhalten und dabei noch tauchen. Männer können Fernseh schauen und daneben rauchen. Männer können Fußball gucken und ein Bierchen trinken. Unbeweglich auf der Couch und gleichzeitig noch stinken. Zum Beispiel wollte sie eigentlich schreiben: Hallo Oma, ich habe die Tasche mit deinem Einkauf vergessen. Geschrieben hat sie aber: Hallo Oma, ich habe die Tasse mit deinem Einlauf gegessen. Das ist dann scheiße. Männer, das ist völlig umgekehrt. Ein Mann kriegt kein Wort mit, was die Frau die letzten 10 Minuten gesagt hat, hat aber in der Zwischenzeit fehlerfrei eine ganze WhatsApp getippt. Mit folgendem Text. Läuft. Meine Freundin schrieb mir neulich nach der Arbeit: Hallo Schatz, ich gehe eine halbe Stunde noch in ein Lokal. Und wenn ich in einer Stunde noch nicht zu Hause bin, dann liest die WhatsApp noch einmal. Kann ein Glatzkopf auch eine Glückssträhne haben? Wenn man eine Buchstabensuche auskotzt, ist es ein gebrochenes Deutsch? Computer sind wie Toiletten. Im echten Leben kaum sitzt man, heißt es: Bitte Code eingeben. Hat man es dann vollbracht, dann heißt es: Senden. Zum Schluss die Frage dann: Wollen Sie Ihre Sitzung beenden? Das Zauberwort heißt Medienkompetenz. Und das funktioniert prima. Analog aufgewachsene Alt-68er bringen 15-jährigen Computerhacker-Profis bei, wie man eine Excel-Tabelle erstellt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein katholischer Pfarrer das Kamasutra erklärt. Verdienst du heute dein Geld? In einem Haus, am kunterbunten Haus, da lebt sie unbeschwert und sehr begehrt Tag ein, Tag aus. In diesem Haus lehrt sie den Lebenssinn ganz ohne Disziplin, denn sie ist Waldorflehrerin. Das Sandmännchen wurde ein Vagabund. Das grüne Monster heißt jetzt Rainer Kallmund. Früher hatten wir 2,5 Fernsehprogramme. Wenn Sie sich erinnern, 2,5? ARD, ZDF und das dritte Kriselig. Wir haben früher als Kinder an fremden Haustüren geklingelt und sind dann weggerannt. Heute macht es die DHL. Und Quinoa, Quinoa, Quinoa.
Samen, Chia Samen, Chia Samen und Annika, oh Annika. Mit dir wasche ich mein Haar das ganze Jahr. Eine Studie herausgefunden, dass Frauen, die ein bisschen übergewichtig sind, länger leben als Männer, die das erwähnen. Deshalb sagen Männer häufig lieber gar nichts mehr. Laut Statistik unterhalten sich die meisten Paare nicht länger als 8 Minuten täglich miteinander. Letzte Vorstellung hat ein Mann gefragt, war so lang. Ist der hellste Punkt an meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem grauen Grau. Du bist das Hänschenklein in meinem Kinderlied. Merci, dass es dich. Ja, schön. Ja, früher sang sowas ein Musical-Star. Heute eine ADHS-Kinderschar. Wenn ihr braten, dann kriegt Hähnchen. Ja, auch Kinder konnten früher noch singen und das klang so. Ist ihr wirklich ein witziges Kettchen? Achtung! Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Schön! Doch heute geht mir Werbung nur noch auf den Wecker. Seitenbacher, lecker, lecker! Voll geilen Rap für dich von DJ MC Franz Schubert. Also, was? Gib mir den Beat auf den Hut. Gib mir den Beat. Geil, Alter. Ich bin im Bettlein, das schaut mich vor an. Die leibliche Vorstelle vor immer ewig. Ich bin den Geschlecht und Studenten hier, warte, ich hab sie, ich bin Bade. Ich mach das klar.